Zeit der Könige. Immer wieder träumte Tatjana denselben Traum, jede Nacht aufs Neue. Er war wie ein Wintermärchen, in das die junge Frau eintauchte. Das Märchen begann, wenn sie die große, eiserne Pforte öffnete. Das Tor war reich verziert mit allerlei Eiskristallen und ganz oben auf der Pforte thronte eine goldene Krone. Wie jede Nacht öffnete sich das Tor wie von selbst. Tatjana trug das alte Tuch ihrer Großmutter, das sie an die Wärme ihrer Kindertage erinnerte. So setzte sie den ersten Schritt in den friedvollen, mit Schnee bedeckten Märchenwald. Dieser Ort war erfüllt von Klarheit und Stille. Fast lautlos berührten ihre Schritte den silbernen Schnee, als sie tiefer in den Wald lief. Das Mädchen war erfüllt von einer Freude, die sie nicht in Worte fassen konnte. Zarte und doch kraftvolle Wellen des Glücks liefen durch ihren Körper und wärmten ihn. Sie fühlte sich verbunden mit diesem Wald und zugehörig. Hier gab es keine Zweifel, keine Angst und keine Sorgen. Tatjana war glücklich, unbeschreiblich glücklich. Als sie den Falken sah, der wie immer auf ihrem Arm landete, konnte sie das freudvolle Pulsieren ihres Herzens auf der weißen Schneelandschaft sehen. Die Wellen der Freude zeichneten ein rosafarbenes Muster auf die glitzernde Schneedecke. Der Falke blickte seine Freundin aufmerksam an und erfüllte die Winterluft mit seinem Ruf. Wie immer schien der Himmel zu antworten, und zu den zarten Schneeflocken gesellten sich kleine flauschige Federn, die vom Himmel fielen. Sie tanzten, von Leichtigkeit erfüllt, in Richtung Erde. Tatjana betrachtete das Schauspiel mit freudigem Erstaunen, jede Nacht. Sie konnte die Federn mit ihren Fingerspitzen berühren und insgeheim wusste sie, dass der immer wiederkehrende Traum eine Botschaft war. Eine Botschaft für sie. Erst wenn der Falke, der nun über ihr flog, sie rief, ging sie zum großen Tor zurück, um gleich darauf zu Hause in ihrem Bett zu erwachen. Fast schon traurig öffnete sie ihre Augen und blickte in die Dunkelheit. Tatjana hatte ein großes Herz. Stetig war sie bemüht um das Wohl der anderen. Doch ihr eigenes Leben war nicht annähernd so schön wie in ihrem Märchenwald. Sie wohnte alleine in einer kleinen Wohnung und hatte nur eine schlecht bezahlte Arbeit. Das Mädchen war einsam. Das Einzige, was sie mit Freude erfüllte, war der Falke, der sich auch in ihrem Alltag am Himmel zeigte. Dann sehnte sie sich zurück in das Land ihrer Träume. An diesem Tag fragte sie sich immer wieder nach der Bedeutung des Traumes. Sie wollte unbedingt wissen, was das Wintermärchen zu bedeuten hatte. In der kommenden Nacht änderte sich der Traum. Schon als sie auf das große Tor zulief, fiel eine Feder vom Himmel und sie konnte die vertraute Stimme des Falken hören. Sei gegrüßt, Königin des Märchenwaldes. Siehe, dein Königreich ist erfüllt von Freude, Kraft
und Frieden. Die Wurzeln deiner Seele sind stärker als der größte Baum in deinem Wald. Und die Stille dieses Ortes spiegelt dir die Klarheit, die du in dir trägst. Die Glückseligkeit, die du hier fühlst, wirst du in deinem Alltag erfahren, wenn du lernst, mein Element zu lenken. Die Luft ist die Heimat des Falken, die Federn sind seine Botschafter. Erinnere dich an deine Gedanken, die du hier an diesem Ort hattest. Waren sie nicht voller Schönheit? Gedanken so klar, so friedfertig, so erfüllt von Freude und Glückseligkeit. Sie erblühten an diesem Ort. Sie erschufen diesen Ort. Du hast den Märchenwald erträumt. Jede einzelne Feder, die vom Himmel fiel, war Zeuge eines großartigen Gedankens. Lerne, Königin, lerne, deine Gedanken zu lenken und nimm dieses Reich mit in die Welt der Menschen. Dann, meine Liebe, geh hinaus in die Welt und lass sie wissen, dass sie alle Könige sind. Lehre sie, mit ihrer Sehnsucht und ihren Gedanken zu erschaffen. So wird die Zeit kommen, da ihr euch wiederfinden werdet, im Paradies auf Erden, in einer neuen Zeit. Es ist die Zeit der Königinnen und Könige. Und ich bin ein Freund an deiner Seite. Ich bin ein Falke.